Yvonne Lendl and Michael Stieck getting set for the second men's quarterfinal. And the first under the lights. Tomorrow afternoon, Currier and Sampras. Tomorrow night, Connors and Harhus. And with the overcast, the skies are much darker than they had been for the starts of most of the matches here. Michael Stieck's adopted the dark shoes. Yeah, that's really, as we've mentioned before, kind of become a fashion statement here. The black shoes, a la the Boston Celtics. Yvonne Lendl, who this year brings the number 5 seed, and this is the lowest seed that Lendl has brought to the U.S. Open in over 10 years. For so many, he was the target, the man to beat. Michael Stieck, who on the basis of a marvelous 1991, adopting the new footwear and trying to play up to the number 3 seed at the U.S. Open. You know, I don't think seedings, once you get to the quarterfinals, Vitas, mean a heck of a lot. Fifth seed and the third seed, I mean, obviously they're in the top 8, and I think at this point seedings kind of disappear. In some of the matchups, maybe it does, Barry, but in a matchup like this, you got a guy like Lendl, whose track record here speaks for itself, right. A Wimbledon champion, this year's Wimbledon champion, so right now the seedings are irrelevant. Lendl will serve first to start the match, and we are joined tonight by a very special guest with us. A pleasure to welcome back a repeat performance from last year, Patrick McEnroe. Thank you for being with us, Patrick. Nice to be here tonight. There's Wayne McEwen from Australia, who is our chair umpire. Patrick, any pre-match thoughts? We've heard from Barry and Vitas. Anything you'd like to look for tonight? Well, I think it's going to be real interesting. I think Stieck has never beaten Lendl. And obviously he came through this year at Wimbledon and beat some of the top players, beating Becker and Edberg. And I think that did a lot for his confidence. And I think that's going to be enough to maybe take him on to victory in this match. But it's still going to be a struggle for him because Lendl has always given him a lot of trouble. Erstes Spiel. Michael Stieck hatte die Wahl gewonnen, aber hat sich dafür entschieden, den Aufschlag von Yvonne Lendl, der in der Weltrangliste wieder auf 3 geführt wird, anzunehmen. Good. Lendl, dreimal Sieger dieser US Open, hatte seine Bewährungsprobe gleich in der ersten Runde gegen den jungen Holländer Richard Krajicek zu bestehen. War da fast draußen, aber hat, nachdem er das überstanden hatte, so ganz allmählich seine Form gefunden. Und in der Runde zuvor, im Achtelfinale gegen Goran Ivanisevic aus Jugoslawien, da zeigte er eine klasse Partie. Zu 0 dieses erste Spiel an Yvonne Lendl, 1-0, wir sind gleich wieder in New York. Dieses Mal in diesem Viertelfinale soll es endlich den ersten Erfolg geben. Auch Michael Stieck in den schwarzen Schuhen, Tennisschuhen, das sind keine Samba-Schuhe, wie sie einst im Fußball bei Schnee und Eis benutzt wurden. Ein lukrativer Gag seiner Bekleidungsfirma. Auch andere Spieler wie Woodbridge oder auch die Französin Mutt, die ja gegen Steffi Graf gespielt hat, sind hier in diesen schwarzen Tennisschuhen angetreten. Das wird sicherlich seine Kreise ziehen, auch bis Deutschland, nehme ich an. Auch Michael Stieck bisher fehlerfrei bei seinem ersten Aufschlagspiel, 40-0. Eins beide, erster Satz.
Ivan Lendl hat zum ersten Mal 89 beim ersten großen Turnier von Michael Stich gegen den Deutschen gespielt. Das war beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier im Queen's Club in London. Da hat Lendl einen Satz abgeben müssen. Und er sagt heute noch, damals hat er schon gesagt und gedacht, he's the one to watch out for. Auf den muss man aufpassen. Er sollte recht behalten. Stich ist Wimbledon-Sieger. Michael Stich hat den Titel gewonnen, den Ivan Lendl gern noch haben möchte. Lendl hat alles andere gewonnen, nur eben Wimbledon nicht. So unterschiedlich sind die Erfolge verlagert und so unterschiedlich ist auch die Spielweise dieser beiden. Lendl, ein Grundlinienspieler allerersten Ranges, Stich dagegen von Haus aus ein Tennisspieler, Aufschlag, Flugball vor ans Netz. Gefühlvoll, wie Michael Stich diesen Rückhand-Dropshot streichelt. Slice beim ersten Mal und dann alles, was er hat an Gefühl, an Ballgefühl in diesen Schlag. Schweißnasse Hände, auch bei Michael Stich. Drückende Schwüle an diesem Abend in Queens. Regen und Gewitter waren angekündigt für diese Nacht. Duell am Netz. Gut aufgepasst, Michael Stich. Stich natürlich als erster vorne, lockt Lendl. Gut gegeben. Und der von Lendl wird ausgegeben. Einstand. Zum ersten Mal eine Breakchance für den Deutschen.
Die amerikanische Flagge Stars and Stripes im manchmal erfrischenden Abendwind. Da scheint er doch Probleme zu haben mit dem Schlägergriff. Der Schweiß rinnt bei beiden schon in Strömen. Schon nach wenigen Minuten. Lendl, ein erster Schönheitsfehler. Hier haben wir Tony Roach, den Australier, seit Jahren Coach von Lendl, und links die Frau. Vielen hat sie mit langen Haaren besser gefallen. Samantha Lendl, Mutter dreier Töchter. Zweite Breakchance. Fehler. Knappe Maus. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Aber dennoch, Stich nimmt gleich in dieser Anfangsphase ein bisschen das Tempo aus dem wuchtigen Spiel, das Lendl ja spielen will, heraus, variiert. Da haben wir Wayne McEwen, 22 Jahre jung aus Melbourne, Australien, der vor zwei oder was vor drei Jahren sein erstes Grand Slam-Finale, das Damen-Einzel mit Steffi Graf damals in Australien geschieht hat, als 19-Jähriger. Völlig daneben dieser Angriffsversuch. Oder war es Platzfehler? Rechts ein bekanntes Fernsehgesicht hier in den USA. Eine Nachrichtensprecherin Connie Chang. Ivan Lendl hat ja im Vorfeld dieser US Open, des letzten Grand Slam Turniers des Jahres, gute Form gezeigt, als er beim Hamlet Cup hier auf Long Island in New York, im Bundesstaat New York, das Finale gegen Stefan Edberg überdeutlich gewann. Da hat sich der Tschechoslowake plötzlich auf den Favoritenschild gehoben hier. Der Vorteil für Ivan Lendl. Immer die lange Prozedur bei Lendl, Vorbereitung für den Aufschlag. Die 25-Sekunden-Regel scheint er gar nicht zu kennen.
Ein umkämpftes drittes Spiel in diesem ersten Satz. Zwei Chancen zum Break hat Michael Stich gehabt, aber Lendl mit Mühe holt sich das Spiel und führt mit 2:1 in diesem ersten Durchgang. Es kann weitergehen in diesem Viertelfinale Herren-Einzel. Michael Stich spielt zum dritten Mal diese US Open. Wenn das vorüber ist, es läuft noch, dann wird das Einzelnetz gespannt und dann werden diese beiden sich an die Fortsetzung dieser Partie hier machen. Wir sind hier in dieser Aufzeichnung im ersten Satz. 2:1 Lendl. Ein dummer, ein sicherlich vermeidbarer Fehler. Niki Pilic, der in zwei Wochen mit Deutschland im Davis-Pokal in Kansas City gegen die USA antreten muss im Halbfinale. Breakchancen jetzt auch für Ivan Lendl. Mit Doppelfehler also gibt der Fußballer und Tennisspieler Michael Stich diesen Aufschlag ab. 3:1 Lendl. Pilic ist sicherlich interessierter Beobachter, denn für ihn fängt es an, dass sich die Fragen türmen. Was ist mit Boris? Ist er verletzt? Wie sehr ist er verletzt? Kann er spielen? Wie ist die Form von Stich? Lendl beim Aufschlag, 3:1. Gut, lang gespielt, Druck gemacht. Ja, Lendl macht das richtig, wie immer mit Sägespäne in der Tasche.
Da hat er Lendl aber hundertprozentig auf dem falschen Fuß erwischt. Wieder zwei Möglichkeiten zu einem Break für den Deutschen. Dann müssen wir mal in der Zeitlupe. Lendl 5 Meter vom Ball entfernt. Keine Reaktion, keine Chance. Die Breakchancen Nummer 3 und 4 für Michael Stich. Michael Stich immer noch am Handtuch, um den Schlägergriff zu trocknen, aber wir werden das nachher gleich sehen. Auch er wird zur Sägespäne greifen. Breakchance Nummer 4. An die Linie. Immer wieder Rückhandslice, immer kürzer. Und er war zu kurz. Ein Stand. Lendl unterschnitten auf die flach auf die Rückhand zu spielen, das ist ein gutes Rezept. Da kann Lendl sein kraftvolles Spiel nicht entwickeln. Der Blick auf das Wahrzeichen der Weltausstellung von 1964 hier im Corona Park im New Yorker Stadtteil Queens. Wir sind aber wieder auf dem Center Court. Ich höre gerade aus der Regie, dass man in Deutschland sich vielleicht hier und dort die Frage stellt, ist es nun live oder noch von der letzten Nacht? Es ist noch die Aufzeichnung, liebe Tennisfreunde. Wir warten auf die Fortsetzung des Spieles Stich gegen Lendl. Es ist im Moment hier, wenn gespielt werden wird, live helllicht der Tag. Sie können sich vielleicht ein bisschen daran orientieren, dass die Spieler mehrere Schatten werfen, Stücker 4, bedingt durch die 4 großen Flutlichtmasten. Bei einer totalen Kameraeinstellung werden Sie das sehen. Spielball nun für Lendl zum 4-1 im ersten Satz. Noch einmal zur Erklärung, wer dazugekommen ist. Live läuft hier ein gemischtes Doppel auf dem Center Court. Gut vorbereitet, gut abgeschlossen, dieser Angriff von Michael Stich. Im ersten Spiel des Tages ist der Titelverteidiger bei den Herren hier, das darf ich Ihnen sagen, Pete Sampras ausgeschieden. Gegen seinen Freund und Landsmann Jim Courier in 3 Sätzen. Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass der Grand Slam Cup in München im Dezember seinen Titelverteidiger, den Sieger, den Gewinner von $2 Millionen, Pete Sampras, sehr wahrscheinlich nicht wiedersehen wird. Er hat keine Chance mehr, sich zu qualifizieren. Es müssten 3 Spieler absagen, damit Pete Sampras in München wieder dabei sein könnte. Sicherlich
ein wenig unerfreulich für den nun 20-jährigen Amerikaner. Gut passiert von Ivan Lendl, der sich einmal mehr befreit aus einer brenzligen Situation. Auch hier in diesem Spiel wehrt er zwei Breakchancen des Deutschen ab und führt mit 4:1 in diesem ersten Satz. Wir melden uns gleich zurück. 1:4 aus Sicht von Stich. Erster Satz. Unter 13 Meilen pro Stunde, das müssen Sie mit grob 1,6 multiplizieren, dann haben Sie die Stundenkilometer. Spitzenreiter hier übrigens, was Aufschlaggeschwindigkeiten angeht, im bisherigen Turnierverlauf, gemessen wird allerdings nur auf dem Center Court, ist Michael Stich, der schon 126 Meilen pro Stunde hier beim Aufschlag erreicht hat. Das sind 203 Stundenkilometer. Wir sehen also immer noch die Aufzeichnung von der letzten Nacht und warten hier auf die Fortsetzung dieses Spieles, dieses Matches, das ja wegen Regens unterbrochen werden musste. Über einen guten Aufschlag macht Michael Stich sein zweites Spiel, verkürzt auf 2:4. Thank you, quiet please. Michael Stich hat ganz offensichtlich große Probleme bei dieser Schwüle, großen Luftfeuchtigkeit, den Schläger richtig festzuhalten. Ansonsten würden ihm solche groben Fehler wohl kaum passieren. Ah, da muss Lendl weit runter bei diesen Rückhandbällen von ihm geschlagen, wenn die Bälle flach ankommen. Da kriegt er nicht den Schwung rein, den er haben möchte. Oh.
Wieder ein Fehler, der eigentlich nur zu erklären ist durch die Tatsache, dass er den Schläger nicht richtig festhalten kann. Jetzt fragt Lendl Wayne McCune, den Stuhlschiedsrichter, wie oft musst du eigentlich sagen, dass nicht während des Spieles mit Blitzlicht fotografiert werden soll, und prompt dann erneut die Aufforderung des Schiedsrichters ans Publikum, 20.000 hier in der letzten Nacht, doch bitte vom Fotografieren mit Blitzlicht abzusehen. 40-30. Jetzt darf Michael Stich wieder ein bisschen hoffen. Bei Einstand. Vielleicht doch in diesem ersten Satz zu einem Rebreak zu kommen. Erneut Lendl mit Mühe beim Aufschlag, aber er hält seinen Service. 5-2 seine Führung in diesem ersten Satz. Ich glaube, jetzt kann es weitergehen. 5-2 Lendl, Aufschlag des Deutschen. Genau ins Eck. Ich sage es noch einmal, was Sie hier sehen, ist eine Aufzeichnung von der letzten Nacht in New York. Dieses Spiel zwischen Stich und Lendl, das Viertelfinale, musste ja wegen Regens unterbrochen werden und wird hier irgendwann in absehbarer Zeit, vielleicht in 15, vielleicht in 30 Minuten fortgesetzt. Bis dahin zeigen wir Ihnen die Bilder der Nacht, die sicherlich nicht allzu viele von Ihnen, es war tiefste Nacht, gesehen haben. Und so wie hier live gespielt wird, dieses Match fortgesetzt wird, sind wir selbstverständlich dabei.
Ein gutes Aufschlagspiel von Michael Stich mit diesen neuen Bällen, die es für diesen seinen Aufschlag gegeben hat. Hier wird nach erstmals nach 7 Spielen und dann nach 9 Spielen der Ballwechsel vorgenommen. Es ist ja auch von Turnier zu Turnier unterschiedlich. 5-3 für Ivan Lendl, der nun zum Gewinn dieses ersten Satzes aufschlägt. Inzwischen auch Michael Stich mit Sägespinne ausgerüstet. Ein schwacher Volley von Michael Stich. Ich glaube, das darf man sagen und muss man sagen. Im Publikum, die wollen diesen langen Ball von Stich im Aus gesehen haben. Diesmal mit der Rückhand, schlecht volliert. Bereitet er gut vor, gute Länge in den Schlägen. Erster Volley-Sitz, der zweite zu viel Rückenlage ins Netz. Lendl 30-15, 2 Punkte vom Gewinn des ersten Satzes entfernt. Den will Lendl ausgesehen haben da vorher auf seiner Rückhandseite. Heftigster Protest von Lendl bei dem 10 Jahre jüngeren Schiedsrichter. Er sagt, dies ist deine Linie, die musst du dir angucken, da haben wir es nochmal, schwer zu sagen, vielleicht gerade noch an der Linie. Auf jeden Fall, der ist gut hier. Weiß ich beide. Völlig verzogen. Das konnte man nicht nur sehen, sondern auch hören. 40-30 damit Satzball für den 31-jährigen Tschechoslowaken mit Wohnsitz hier vor den Toren New Yorks nach knapp 50 Minuten.
2,2 Meter diese Rückhand von Michael Stich. Lendl gewinnt den ersten Satz 6:3 unter dem Strich, nicht unverdient. Michael Stich hat zu viele Chancen ausgelassen. Wir machen mit dieser Aufzeichnung gleich weiter und warten natürlich nach wie vor auf die Fortsetzung dieses Matches live hier in New York. Bundesliga mal nicht gerechnet. Es war gegen Novacek im Viertelfinale von Gestart. Zweiter Satz, Aufschlag Stich. Klasse Return, muss man neidlos anerkennen von Ivan Lendl. Zwei Möglichkeiten für den Norddeutschen, mit 1:0 im zweiten in Führung zu gehen. Rechts haben wir die Zeit, 54 Minuten gespielt. Spielstich 1:0. Gott sei Dank hat dieser verlorene erste Satz, jedenfalls nach dem zu beurteilen, was wir eben gesehen haben, keinen Schaden angerichtet. Wir sind gleich wieder zurück in New York. So, ich glaube, jetzt kann es hier weitergehen. Lendl zum ersten Mal beim Aufschlag im zweiten Satz. Wieder ein bisschen Hoffnung bei Michael Stich nach den vertanen Breakchancen. 4 Stück waren es im ersten Satz, vielleicht doch zu einem ersten Break zu kommen. Was war es? Platzfehler. Der Blick von Michael Stich will uns das wohl deutlich machen, aber dieser Aufschlag geht durch den Elms Horner hindurch. Er ist doch wohl ein bisschen hoch abgesprungen. Da muss was auf dem Platz gelegen haben oder eine ganz kleine Delle gewesen sein. 15:30.
die nächsten Möglichkeiten zum Break. Die Nummern 5 und 6 für Michael Stich. Vielleicht ja jetzt endlich einmal. Dieses Spiel also unter Flutlicht in der letzten Nacht. Wir senden Ihnen das, ich sage es immer wieder, falls Sie neu dazukommen, als Aufzeichnung. Wir warten auf die Fortsetzung dieses Matches, das ja wegen Regens abgebrochen werden musste. Das wird irgendwann in den nächsten 10 bis 30 Minuten wahrscheinlich der Fall sein. Bis dahin diese Bilder der letzten Nacht. Fünfte Chance vertan. Ganz kurz eben Chris Lewis, früher auch verantwortlich für Karl-Uwe Steeb, zwischen Frau Lendl und Herrn Roach. Sein Bruder Mark Lewis, sinnigerweise Teilzeitcoach, wollen wir mal so sagen, von Michael Stich. Aber Mark Lewis hat mit der Bundesliga, mit Efitos München in Deutschland zu tun. Ja, der war gut. Ein bisschen unruhig rutschen da auch Niki Pilic und der Masseur. Rechts haben wir ihn, Waldemar Kliesing, in Diensten des Deutschen Tennisbundes auf ihren Stühlen hin und her. Eine erneute Möglichkeit zum Break. Endlich mag man gerade in einem Zorn sagen. Beim siebten Anlauf das Break gemacht. 2-0 Führung für den Wimbledon-Sieger in diesem zweiten Satz. In der Partie der letzten Nacht. Er schimpft nach wie vor, der Deutsche, was ich vorhin antwortete mit eine lange Saison für Michael Stich. Sorry? That's an old mark. That's an old mark. It's not where the ball landed. You saw the ball in? I saw the ball through. You saw the ball in? I think you didn't even look. Or you thought of somebody is walking upstairs there, instead of watching the court. That's your job. Michael Stich will Wayne McEwen klar machen, was sein Job ist. Hier haben wir den jungen Australier. Er sagt, er würde überall hingucken, mit allen möglichen Personen reden, Blickkontakt halten, aber nicht die Linie, die ihm am nächsten ist, beachten. Und der Australier, ganz cool, das ist ein alter Abdruck. Der hat mit diesem Ball, mit dieser Entscheidung von eben nichts zu tun. Mit etwas Wut im Bauch geht es manchmal besser.
15. Zwei Möglichkeiten zum 3-0 im zweiten. Macht Druck, macht den Punkt, das Spiel für 13-0. Wir sind gleich zurück mit unserer Aufzeichnung hier aus New York. Ivan Lendl jetzt doch ein bisschen von der Rolle. Lava 30. Schon wieder ein Blitzlicht. Die Klage von Lendl. Stundenkilometer. Ja, ein 4-0 wäre natürlich schöner gewesen, als jetzt wieder bei Einstand bei Deuce zu sein. Der Vorteil für den Elmshorner. Der jetzt so ganz langsam zu seinem Spiel findet, hat er nach der Partie gegen Derek Rostagno gesagt, wenn er so spielen würde, würde er gegen Lendl wohl kaum bestehen. Haben wir zwei Oldtimers, Dan Smith links und rechts Pancho Gonzalez, den Schwager von Andre Agassi. Hey.
Das 4:0 hätte Michael Stich sicherlich besser geschmeckt, als nur in Anführungsstrichen mit 3:1 zu führen. Aber ein Break vor, das sollte eigentlich reichen bei der Aufschlagstärke dieser beiden Akteure. Ein einziges Break reicht ja meist, um einen Satz zu gewinnen. Wir sind, liebe Tennisfreunde, hier noch in einer Aufzeichnung der letzten Nacht, aber ich darf Ihnen jetzt konkrete Hoffnung machen, nämlich darauf, dass in den nächsten 10 bis 15 Minuten hier wieder live gespielt werden wird mit der Fortsetzung dieser Partie. Denn das gemischte Doppel. Das Finale ist vorüber. Hier läuft bereits original, während ich hier auch, wie Sie daheim, auf den Schirm schaue, die Siegerehrung. Der Platz muss dann umgebaut werden. Also ich schätze mal in 10 bis 15 Minuten dann die Fortsetzung live und original. Spiel für Michael Stich zum 4:1 im zweiten Satz und wir gehen noch mal kurz zurück nach Köln. Love 15-0. Il rovescio da fondo campo, Stich, 30-15. Bellissimo, aveva già giocato uno in precedenza, altrettanto straordinario. Il rovescio è nettamente il colpo che Stich sa giocare meglio, quello sul quale si sente più sicuro. Questa risposta non era male su quel servizio. Forza troppo con il dritto Lendl, 30 pari. Palla colpita con il telaio della racchetta da Stich. 40-30. Preso il nastro sulla seconda di servizio Lendl. Tenta
cogliere il punto direttamente sulla risposta. Stitch sbaglia di rovescio, punteggio 4-2 Stitch. 15. Da sind wir wieder, immer noch mit der Aufzeichnung in New York. Wir haben die Mats die Aufzeichnung laufen lassen. 4-2 inzwischen, nur noch die Führung für Michael Stich. Der jetzt wieder Aufschlag hat. Ich nehme mal an, dass etwa in 10 Minuten jetzt das Netz wird gerade hier auf dem Center Court umgebaut und abgebaut. Zu diesem Zeitpunkt hat Michael Stich den Tschechoslowaken doch im Griff. Ah, da schaut Michael Stich gar nicht hinterher. Es gibt gleich neue Bälle und dann werden wir noch ein oder zwei Spiele hier aus dieser Aufzeichnung mitnehmen. Wir sind gleich wieder da. Die Chancen zum Break. 10 hatte Stich insgesamt, eine umgesetzt. Eine einzige hatte Lendl. Die hat er auch gleich genutzt. Der Spielstand nach 83 Minuten. 6-3 der erste für Lendl, 5-2 jetzt Führung für Stich im zweiten. Aufschlag bei Ivan Lendl, der mit 9 Bällen aufschlagen wird und nach wie vor an diesem Abend in New York in der letzten Nacht große Unruhe. Die Amerikaner, die New Yorker, muss man glaube ich richtigerweise sagen, schert es einen Dreck, was die Spieler denken, ob sie sich gestört fühlen. Was das angeht, ist Flushing Meadows die Hölle für jeden Spieler. Gott sei Dank fliegen die Flugzeuge seit dem vorigen Jahr nicht mehr direkt über diese Anlage. Eine Initiative des neuen Bürgermeisters David Dinkins, der ein Tennisfan ist und Verständnis hat für diesen Lärm, der jahrelang diese Meisterschaften gestört hat. Nochmal mein Bericht an die Nation. Dies also nach wie vor eine Aufzeichnung der letzten Nacht. Wir warten auf den Live-Beginn, die Fortsetzung dieses Matches zwischen Ivan Lendl und Michael Stich. Und wer von Ihnen auf den Spielfilm Der Greifer wartet, den müssen wir heute Abend enttäuschen. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass wir dieses Viertelfinale, das in der letzten Nacht abgebrochen werden musste, Ihnen gleich in den nächsten Minuten in der Fortsetzung zeigen werden. Also haben Sie Verständnis. Der Greifer ist ein Film, der kommt sicherlich nochmal. Tennis wollen wir Ihnen gleich live und original zeigen. 5-3 inzwischen für Stich, der jetzt zum Gewinn des zweiten Satzes aufschlägt. Hat zu diesem Zeitpunkt seinen Gegner in den Griff bekommen mit seinem variableren Spiel.
Zunächst perfekt vorgetragen und dann kläglich und konzentriert wohl eher beim Abschluss. 15 beide. Die Uhrzeit im Hintergrund verrät es Ihnen, gestern Abend 21.16 Uhr Ortszeit hier in New York. 30 beide, 2 Punkte zum Satzgleichstand für Michael Stich. Satzball für den Wimbledon-Sieger, der ja glaubte, mit diesem Viertelfinale sein Ziel bei diesen US Open schon erreicht zu haben. Aber ist man erstmal da, ich glaube, dann will man mehr. Auch wenn der Gegner Lendl hat. Returns aus und damit also 6-3 wie im ersten Satz. È stata una cosa che non ha disturbato più di tanto l'andamento dell'incontro. Parte qui se fosse capitata sul 5-3, ecco, sarebbe. Certo, stato. D'altra parte qui basta che cadano poche gocce, si deve interrompere subito. Scambio di studio, è sembrato questo, però ha giocato a un discreto ritmo per essere il primo punto. Guarda, è come se iniziasse Ubaldo una partita 2 set su 3. Sì, sì. Sono molto più abituati loro a giocare delle partite 2 set su 3 che non quelle 3 su 5. One thing we should also mention, and I don't know if it applies either to either of these players, gentlemen, but you can receive coaching during a rain delay. You cannot receive during the match. A lot of people do regroup during rain breaks. Well, Higueras evidently had a good chat with Courier over there in the French and told him to move back as we look at Tony Roach. And he actually changed his receiving stance a little bit, or where he was. And Steve fouls that one out of play, and the count is 30-15. And it's the same place. There's Nicky Pillage, German Davis Cup. That's the spot Patrick McEnroe was talking about. Patrick says there's a very slick spot just in that backhand corner of the deuce court on the far side. Stieg went up and gave it a little kick. Serve to begin the third set.
Michael Stich serving, even in sets with Yvonne Lendl, and Stich just served an ace, his second to begin this game. It looks like Lendl's trying to make a concerted effort to get a quicker start, Barry. He was popping his serve a lot harder in that opening game, and now you can see he's pumping himself up. He wants to get this game real badly, get to a good jump. Just asked the umpire. He's edgy out there. He really is. Well, again, it's he can ask the umpire all he wants, but it's only going to get worse. It's the later the night gets. Oh, yeah. Speed up there only 83 miles per hour, but it gave him some extra time, just that extra little step to get in and hit that first volley. This shows the strength of Michael Stich. Serve and volley tennis, but he finishes it with a very unique shot here. Good lunging volley there off the backhand. Now watch him close in, and then just nice, what we call an overhead backhand. And he put it away. Vitas, you don't see too many guys put away a high backhand overhead. I remember Stan Smith was very good on that shot. He used to pop him over the back fence. We played with a guy named Hamilton Richardson who used to do that. Heck of a big backhand. Played Davis Cup, 58. Nicky Pillich, coach of Michael Stich, German Davis Cup captain. And he's the guy that caused all the controversy when they banned him and all the players boycotted Wimbledon in 1973. It was over Nicky Pillich. Heavy serve. Now Michael's, there's a little drizzle, and Stich is kind of shuffling those feet to check it as he walks back to receive serve here. This court, even if it gets a few drops, can be very dangerous. Treacherous. And you certainly don't want to take a spill on this deck of turf surface. There you see a few of those drops, and Michael was looking up at the umpire. This is a tough time for the players. Yeah. They don't know whether to play, whether to stop play. You don't want to get stuck down a break. Exactly. So there's a lot of jockeying for positions during this time of the match.
Lendl is constantly checking. He's kind of scraping his sneakers along the surface as he approaches the baseline. Tom Barnes right over there in that tunnel, standing by. There's Tom Barnes, the official referee. Spring broke. Way out, and it's 2-1 Lendl on serve, third set. That's not allowed, and I don't do anything. I don't just say good shot or bad shot. And before the match, I could say something. Or now, when it was a rain in between, he ate some chocolate, and we talk about that. You know, we talk about that the key shouldn't go. Every time a second serve on, he should have come on from time to time because he gets very good serve, but Lendl should know when he comes on the net or not. Okay, Nicky, thanks very much. Let's go back upstairs now. Stich serving 30 love. We're on serve in the third set. Lendl, parents of Yvonne, at courtside again. Thank you, quiet please. See all those empty seats at the top of your picture there. All those 300 series folks have kind of eased their way down into the 200 series seats. The ushers are being a bit lenient here. Oh, big ace for being capitalistic, Barry. 123 miles an hour on the fourth ace by Stich. Another look at the Michael Stich serve. Look at that baby right down the center. He's starting to really loosen up now. 123. Not only is it fast, but it's accurate. Yeah. Solid backhand, gets a racket back, good preparation, good footwork. Now he'll step into it with his right foot and drive straight through the ball from below the ball, from high, from low to high. That's what gives it the topspin. You know, he hits that backhand return
offside into the forehand side very well, doesn't he, Vitas? He just hits through it, yet there's a lot of safety on the shot, but he gets good depth. The depth is what won that last point. Yeah. Early in Ivan Lendl's career, he had to fight that nasty tag of being unable to win the big match. And I'm sure John McEnroe remembers that French where he had Ivan down two sets to love, and Ivan came back to win that one. Points in a row by Michael Stich. Had an opportunity there at 15-30. Really important to get a good jump in this third set. You know, it's interesting, they took the break and really they come out to play now, and they're really playing a 2 out of 3 set match to see who wins this thing. Off the surface. There may still be some moisture on the court. That's what made the ball skid. Yeah. Michael must think he's back on a grass court at Wimbledon here, because this ball really stayed low, but right under his racket. You don't get too many bad bounces on this surface, no. Not that bad. Best point of the match right here. Lendl gets caught, kind of scoops up a little shot there, but he is in bad shape. Now he tries to get back to the center of the court and gets passed up the line. See, that's where Lendl's not comfortable. He should have charged that ball instead of let it bounce. He saw that Stich was just chipping it, and that's what gave Michael that opening down the line. Serving it deuce. Blimps tonight, but planes. And
And Lendl holds, so we're stay on serve. 3-2 Lendl, third set. Stich serving. On serve, third set. This match delayed by rain for about 90 minutes at the end of the second set. One part of this match has held form. That is Stich coming to net. Well, Lendl's done well when he's been up there, but he hasn't been up there very much. Stich really likes it up at that net. Fourth double fault for Stich. What a beautiful stroke. Very relaxed, great ball toss out into the court, then great extension, really throws his body up into the ball and falls it into the net. Really smooth. Appears Lendl knows he's going to have to hit the ball harder. Yeah, he came out serving, I thought, a lot faster. He's tagging the ball a little bit harder. I don't think he wants to see Michael Stich up at net as much as he was in the first two sets. Trying to pin him back on the baseline. Take your seats behind the court, please. Players are waiting. Three all, third set, Lendl to serve. Stich yelling at himself, knows this is a good opportunity. Feels that Lendl may be getting a little bit defensive if he could just string together a couple of good points.
15-13. Well, he seems to be content, Vitas, to stay in the backcourt here. He's not taking too many serves and coming in behind him. We'll see what happens as this game moves along. Big point here, 15-30. Two great points. Thank you, Rockies. That's the actual playing time. 90 minutes of a rain delay in the middle. Four by Lendl to save one break point. Lendl has played the break points against him so well. Quiet, please. No, a miss hit. Oh, and there goes the racket from Lendl. There goes the game to Stich. And he, Stich, has the break in the third. During the changeover, Lendl complaining about moisture on the court, so the lines were wiped off. So you see the last point on which Lendl was broken. A break point against Lendl, puts the serve in. She gets the ball back deep, and Ivan just shanked it, and he was not very happy with that break point. And an ace. Number six for Stich to start his service game. The word we get from the court, and we're not that far away, but we can't tell, but apparently it is, as they say, spitting slightly. Just a few drops falling of light mist. It's becoming a bit dicey, as they say over in England. That's one of his favorite volleys, the inside-out backhand volley into Lendl's forehand court. Players fall down or slip, you're going to hear a big roar. There's some more moisture coming down. Yvonne keeps looking up at the umpire. Raining harder, Brian. I don't think we're going to play too many more points, I bet. See, now Michael Stich has gotten the better of the rain situation. It's whoever can sneak that break in. Well, here comes the rain again, and play has been suspended by Wayne McEwen after that. Saving one break point from Lendl. Tough spot, too. You're up 40-15. Oh boy. And these are the exact same balls. We're right where we were last night at 40-15. Same conditions with one exception. It's broad daylight. Much to the joy, I think, of Stich. Right. Well, Stich went for a big flat one. Thank you.
and in play. 14-13. Stich came right to net behind the second serve. I think you may see him do that again. I think if... Tough to, easy to speculate. I think I'd get the first one in and close in quick. Oh, there it is. So Stich had 2 points to win one, and he did it to go up 5-3. Here is the big serve of Michael Stich. Nice, easy motion out in front, right down the center. He knew he had it. Doesn't look like he puts much effort into it, and it was 117 miles per hour. It's so relaxed. He must have an incredible wrist snap. I think he and Sampras have the two easiest motions with the most results of any of the two guys in the tournament. Oh, that plane's moving awfully fast, about as fast as that serve. That's a brand new one. Good eyes, Ted. The new shuttle. And our Fuji blimp began circling with clear skies today. You can tell both players are tense. Stich mishitting the first 2 points. Lendl double faulting. Both players know they've got to get a good start right now. Stich plays the game so much like a big server, Vitas. When he gets down, he goes for shots, knowing that he's got his serve coming up, knowing that he's serving for the set. I don't think he's going to waste a whole lot of energy in this game. Come back with Stich serving for the third set. Welcome back to Stadium Court, USA's coverage of the resumption of this men's quarterfinal. And Michael Stich serving for the third set against Ivan Lendl. Stich just won the first point. There's no better feeling, except winning a match, of course, than when you win your first point, beat us on a big point, on a big game like this on your own serve. Gets you off to a great start. That one was not a boomer, but it kicked out. That was wide. The big kicker, 90-plus mile-an-hour kicker. And he closes in so well behind that one. Oh. Yeah, that's a solid forehand volley. The way he moved on that, you almost thought he was going to go deep to the backhand, and then he cuts it off. That's the way he moves in behind this. For a moment, it looks like he's going to hit deep to Lendl's backhand, and then he just comes under the ball. Oh, he's quick. Comes right back after the overnight delay and wins the third set. Yvonne with a good return of serve and solid ground strokes. We just saw some wonderful net play from Michael Stich on big points there on that forehand volley. And they both know how to win, so nothing's changed. Just the score. Except there's a tangible to score, that's right. Right. Oh.
Samantha Lendl looking on with Tony Roach in the light blue cap. Michael Stich beginning his first service game of the fourth set with an ace. And the story of this match, as you see the scores, in the second set, Michael Stich lost only 6 points on his serve. In the third set, he lost only 6 points on his serve. Right now, Stich can play with a little bit of that big server's arrogance. He's in a big groove right now, just rolling his serves in. And a score really makes a big difference right now. He can go out there with a lot more confidence on his serve. Now he's got a cushion of one set. You know, it kind of reminds us back of Wimbledon. He broke Becker in the very first game of that match. And from there on in, it kind of set the tone. Stich moving in, good split step, and he punches the volley so deep that Lendl can only go down the line. He covers the percentage shot and has an easy cross-court volley. This guy's game just kind of flows. It flows from the baseline, it flows when he's up at net. Very natural player. And Stich holds his serve at love again. That has to be major concern to Lendl. Well, that's a view that must bring back some memories for you too. Yep, sure, the West Side Tennis Club. Vitas, you had some good wins over at that place. I played pretty well there a couple times. Won the Tournament of Champions twice. What a beautiful place to play. Saw some great matches there. Saw Rod Laver win his second Grand Slam. Rod Laver. On a Monday morning. Oh. Boy, what a player he was. Rodney Laver. What was your career record against Laver, Barry? I beat him one time, which was the most important, right on that center court in Davis Cup in straight sets. I should have hung it up after that. He was quite a player. He wasn't quite that good when I played him, to be very honest. He was still coming up in all humbleness. But I still talk about it. You just delayed the process a little bit. Right. A lot of rallies early last night. Today it's just serves. Last night, Nicky Pielisch pointed out to Michael Stich that, listen, you're in the driver's seat. Just come out whacking that ball tomorrow. If you hold your serve, you're up a break. Lendl's been on the defensive the whole match long. That's that. Lendl holds it low. And they're on serve in the fourth with Stich up 2-1. Back on stadium court, on serve, fourth set. And Michael serving. Michael Barkan's piece last night has fueled an interesting debate on the pronunciation of his last name. You just call him Good. Got a card this morning from a woman who wasn't happy about our man Lee Shiris calling Ivan Ivan, even though he said it's okay.
his forehand, a great volley. Steak comes in behind just like he knew exactly what he wanted to do. Sees his opportunity, moves in quickly. Now watch how he just eases that forehand cross court. And the advantage Steve has is that he sets himself up with a very strong approach shot, and Lendl doesn't have two options. He can only go back down the line. He covers it down the line, and an easy volley. And Lendl trying to break things up, came in behind that second serve. The more Steak wins his serve easily, in my opinion, Vitas, the tougher he's going to be when it gets to about four all in this set. He's just waiting for that opportunity to break. Out. Another game at Love. And we're at two all in the fourth. You almost get the feeling that Steak's just waiting for that one moment, that one break, when it gets to say 15-30, 30 all, he's content to, you know, if he gets down on Lendl's serve, maybe not give it 100%, not 100%, but try some shots that'll get the points over with quickly, so he doesn't waste a lot of energy. I don't think it's so much he doesn't want to expend a lot of energy, but I think the more shots that he goes for, he doesn't give Lendl any kind of rhythm. And that makes it even, puts more pressure even on Lendl's serve. Mr. and Mrs. Lendl are here watching their son, as always. There's something else, Vitas, about serving. When you don't get many balls back, and then suddenly a guy hits two or three balls back, you got a volley all of a sudden. You said, geez, I haven't done that for a while. Exactly. Of serve in this set, fifth game. And where Lendl's standing, it's awfully tough to pass somebody like Steak. He was about 4 yards behind the baseline. That's a long uphill passing shot. Looking for that little bit of extra running room back there. But his favorite center court, Wimbledon, he got about 10 or 15 more feet in the baseline where you can really make some defensive plays. A little tighter here. And Lendl holds, and we are on serve in the fourth set. Tonight's stadium court belongs to Jimmy Connors. The only man who will be trying to stop that is Paul Harhus, and you'll see it live 7:30 Eastern, 4:30 Pacific, exclusively on USA. Should be a big night out here. Hottest ticket in town. Yeah, they are coming out of the woodwork, aren't they, Vitas? I'm sure you had a few calls. My old friend. Remember me? We went to third grade together. Well, Michael Steak just has been fantastic on his serve. 121. Looks like he could hold his serve all day long the way he's going. What a helpless feeling for the receiver. And the receiver gets really annoyed. I don't know about you, Barry, but he's annoying the heck out of me. Guy pops two aces in a row, and you're trying to make a dent in his serve. Thank you.
Steak has served three games in this set and held them all at low. It's almost like he's got Lindell on a string now. He drops a little short volley there. On hit, no play. And Yvonne Lindell knows that he cannot afford to make even one mistake, one loose point on his serve, because that'll immediately open the door for Steak. We saw the Fuji blimp circling, and all of the beautiful aerial shots you've seen of Flushing Meadows today have come from the Fuji blimp. Lundell has served very well in this set. Ace number six, and Lundell has lost only 1 point on his serve. You know, he hit a great return on that fault first serve. A lot of times you'll hit a big one like that, you say to yourself, let's play it. Now it's been nothing but a battle of serves. And we're on serve still in the fourth. Yvonne Lendl's road to a third straight U.S. Open final went through a grueling semi against Pat Cash. After more than 4 hours, Cash found himself serving at match point in the fifth set. But Lendl would stave off elimination by tracking down Cash's volley and hitting an amazing topspin lob to secure a spot in the final. And it's Michael Steak serving. He has won 17 consecutive points on his serve. I knew that was going to jinx him. And this crowd obviously trying to get behind Lindell. They want it to go five. Quiet, please. Think, Vitas, you think Yvonne ought to maybe move back 15 feet or just try something totally different to get the ball in play? Use a Nastasi play. Get back, try to chip a few back, or at least give him a different look at the receiver. Because Lendl's not even getting the serves back. Exactly. Nastasi was a master of that, wasn't he? I mean, even if it didn't work, it was something psychologically. You look over and you start thinking a little bit more than you normally do. You're out of that routine. Plus, if a guy's serving so well and you start to move way back, he thinks he's got to serve even harder. He tries to make an adjustment, even though he's been winning all the points. This is a huge game right here. I know Steak, he'll be trying anything to get the ball in play here. Make Lindell work. The thing that is very important is that Lindell knows this is an important game. Oh,
a tough shot from Lendl because Steak hit a fine approach shot. Both players very close in statistics, both holding their serves easily. Suddenly now the sun has broken through. That might affect Lendl's toss because he's looking right up into it. Third double from Lendl, 15 all. Opportunity, didn't move his feet. Some of these squealing that you hear occasionally over points. There's the 7 train, which runs from Grand Central Station right out here to the National Tennis Center. Two doubles in the game, 4 in the match. Cyclops is back on, the automatic line caller. But Yvonne still questioned the umpire, Wayne McEwen. And that didn't change from last night. If Wayne took the tennis balls home with him, it's his job to make sure that those balls are the exact same balls when they started today. Michael Steak serving, and he must hold here to keep this set going. Well, Lendl had a chance there, but it's wide. Now let's go down to Cindy Schmerler. I'm here with Tony Roach, and Tony, after the rain delay last night, was Yvonne feeling comfortable or edgy? We were pretty glad to see the rain because he was finding it very difficult to pick up Steak serve at night. And what did you say to him regarding Steak serve? Well, there's not much you can say. You just got to, Michael's serving very well. He's serving big. He's mixing it up. You really just got to hope that he starts missing a few first serves to give yourself a chance. Now, Yvonne has won this title 4 times here on this court. Can he take that into a match like this? Well, obviously, experience plays a very important part. But, Michael's playing a wonderful match so far. But if Yvonne can get this set, obviously, then, it comes down to the experience in the fifth. Thanks, Tony. Now back up to the stairs. And it's 30-15. Interesting point Tony made. Yeah. He was kind of wanting to get back to this match, wasn't he, Rochi? The interesting point was that it appeared to all of us that Steak was really having trouble playing tonight, even though he was slightly ahead of the match. The night conditions were bothering him, yet apparently Lendl was having trouble seeing.
One great return by Lundell, but that's all he got in that game. And it's five all in the fourth. And it may come down to Lundell's ability to handle Steak serve in a tiebreak. Lennell with the serve, he hits a good approach shot, not bad depth, but he just, Stieg came over it so quickly, made a dip very fast. Great preparation, really got down low to the ball. Back leg almost scraping the ground, just made a dip cross court. One of the best passing shots we've seen since this tournament started, because Stieg really hit a good approach. Now watch Yvonne line this up and then follow through just over the net. Beautiful passing shot up the line under big pressure there at love 15. He prepares so beautifully for that backhand, really drives off that front right foot straight through the ball. Great follow through. Looks like he's taking one run at it right here. And he is not afraid to hit out. He really hauled off and hit that forehand approach on that last shot. Three big points. Nicky Pillich, German Davis Cup captain. Today, he, Lendl, has been able to reach back for big first serves. 40-30. Now, those are three big serves in a row by Lendl. Michael Stieg serving to send this set to a tiebreak. Oh. Yvonne Lendl hits his favorite passing shot here, way behind the baseline, just follows through. He's only got about a foot to get it there, and he does. Stieg actually anticipated Vitas. He was there for the volley. The difference on that passing shot was that Lindell was much closer to the baseline. He wasn't 3 or 4 yards behind the baseline. Now he's starting to look a little bit more aggressive. He gets jammed on this shot. Very clever serve from Michael Stieg. Yvonne now gets it right into his body. Just has to get the racket up quickly and try and get it back. That's what Stieg has been doing so well, mixing up the serves. Kick serves after the back and into the body. Ah.
stadium court at the U.S. Open. This is a men's quarterfinal that has been resumed this afternoon after a suspension last night due to rain. Michael Stich leads Yvonne Lendl 2-1. Serving at 30-15 here to force a fourth set tiebreak. Trouble. Oh, yes. Stich was in big trouble. He got caught right here. He gets caught on the little low volley. Now Lendl on the full run up the line. Stich anticipates. Beautiful shot into the open court. But he started before Lendl makes the shot here. Now watch it. There it is. He had to take a chance, Vitas. Normally, Lendl goes at the body on that kind of point. I was surprised that he went down the line. Just enough to get over and save a second. Second serve was 97 miles per hour. He is really going for second serves here. And that shot was reminiscent of the forehand we saw just go over Pat Cash. Oh. Six all. Der hätte auch tot sein können, dieser Netzroller. Time break. Lendl serve. 6-beide also. To both players, please remain quiet during play. Thank you. Der Spielstand, wir sind live und original dabei, 17:02 am Nachmittag hier aus Flushing Meadow mit der Fortsetzung des in der letzten Nacht abgebrochenen Viertelfinals zwischen Lendl und Stich. Stich 2-1 in den Sätzen, Tiebreak Vierter. Aufschlag Lendl. Das Duell dieser beiden gewaltigen Aufschläger kulminiert also in einem Tiebreak-Spiel. Stich. Und Sie haben es auch gerade mitbekommen, wie sich Michael Stich anfeuert, wie er die Faust ballt. Na, da kommt er nicht dran. Den wollte er um den Pfosten herumspielen. Oh, da musste sich Stich lang machen. 3-0, Stich. Keine Zeit für Zeitlupen jetzt. Thank you, quiet please.
Eine Handbreite im Aus. Aber nach wie vor dieses, wie nennen wir es alle, Mini-Break vor. Das könnte reichen. Muss aber nicht. 3-2 Stich, zweimal Aufschlag. Wieder dran. Drei Beide nach 3-0 Führung für den Deutschen. Sechs Punkte gespielt, Seitenwechsel. Und Ivan Lendl mit seinen 31 Jahren ist nach wie vor hungrig. Seinen letzten Grand Slam Titel hat er zu Beginn des letzten Jahres in Australien gewonnen. Hier hat er dreimal gewonnen. Dazu mehrere Finals. Und er hat seine Chancen vorerst gewahrt. Noch ein Aufschlagstich von rechts. Drei beide Tiebreak, vierter Satz. Auch der war gut. Oh, da hat sich Michael Stich ein bisschen verschätzt. Da hätten wir gern die andere Zeitlupe gehabt. Michael Stich, ich glaube, der hat zurückgezogen. Für den Bruchteil einer Sekunde im Zweifel, ob der gut sein würde oder ins Ausgehen würde. Verschätzt 4-3. Wird ausgegeben und wird korrigiert. Ich glaube, jetzt gibt es Ärger. Oder? Der Ball soll neu gespielt werden. Das gibt es ja gar nicht. Jetzt gibt es eine Diskussion. Herr Meder sagt, der Schiedsrichter. Was that the first bad call in the match? Yes or no? Hier kommt dieser Ball. Gleich wie, aber wenn der Ruf des Schiedsrichters, des Linienrichters so früh war, dass Lendl noch hätte schlagen können. Und der Schiedsrichter Wayne McCune sagt, der Ball war gut. Die Betonschale von Flushing Meadows fängt an zu kochen. Lendl 5 Punkte in Folge nach 0-3, 5-3 und einen Aufschlag in diesem Tiebreak-Spiel. Wieder aus, der war aus, keine Frage, kein Grund sich aufzuregen, eine richtige Entscheidung, 6-3 für Lendl und dreimal Satzball. Hier haben wir auch diesen Ball, diese umstrittene Entscheidung noch einmal völlig klar hinter der Linie.
Lendl ist heiß. Zweiter Aufschlag, Stich. Den ersten von drei Satzbällen wehrt der Deutsche ab. 6-4, Lendl. Immer noch Satzball für Lendl, nur jetzt mit dem kleinen und wahrscheinlich entscheidenden Unterschied. Netz und Fehler. Ins Aus segelt diese Rückhand und was sie nicht sehen konnten, wütend hat Michael Stich seinen Schläger auf diesen Hartplatz geworfen. Es gibt einen fünften und alles in diesem Viertelfinale entscheidenden Satz. Wir sind gleich zurück. Stich eröffnet den fünften Durchgang. Er ist von der Rolle. Hoffentlich gibt sich das. Sollte es Michael Stich etwa genauso ergehen wie Richard Krajicek in Runde 1, der sich schon fast als Sieger fühlen durfte. Hier noch einmal die Eltern von Ivan Lendl. Gegen Krajicek gewann Lendl 6-0 im fünften. Ivan Lendl brennt, kein Zweifel. He's on fire, wie man im Englischen sagt. Und aus den Aktionen und Gesten von Michael Stich glaube ich doch etwas wie Enttäuschung, Resignation zu erkennen. Doppelfehler und Lendl hat ein schnelles, ein frühes Break in diesem fünften Satz, geht ganz schnell zum Stuhl, denn von diesem Zeitpunkt an wird gerechnet, wie lang die Pause ist. Wir sind gleich zurück. Fast 100 Mal, genau 96 Mal war Michael Stich am Netz, das kostet Kraft. Auf die Linie, mal wieder seine Wunderwaffe, diese wunderbare Rückhand an der Linie entlang.
Zwischendurch wird Niki Pilic von den amerikanischen Kollegen von USA Network interviewt. Pilic ja selbst einmal hier Sieger 1970 im Herrendoppel mit Pierre Barthez, dem Franzosen. Zweimal auf die Linie. Und auch zum dritten Mal. Und dann macht er den Punkt. Rechtzeitig meldet sich hier Michael Stich zurück. Denn ein Durchhänger von 10, 15 Minuten könnte fatale Folgen haben. 15:30. Ich glaube, Stich ist wieder da. Die Enttäuschung über den im Tiebreak verlorenen vierten Satz ist verwunden. Und er hat prompt zwei Möglichkeiten zum Rebreak, zum 1-1 im fünften. Da muss Ivan Lendl beim Aufschlag an der Seite gerissen sein. Jede Menge Breakchancen im Verlauf des gesamten Matches für Michael Stich. Aber nur zweimal hat er diese Möglichkeiten umgesetzt, so wie Lendl seine zwei Möglichkeiten zweimal, also hundertprozentig umgesetzt hat. Stich fühlt sich ganz offensichtlich gestört durch die Anfeuerung, durch die Zwischenrufe auch während des Ballwechsels.
Guter Return eigentlich von Michael Stich, aber schauen Sie ihn an. Erneut zwei Breakchancen nicht genutzt. Und Lendl macht nach 15:40 das Spiel zum 2:0. Wollen wir hoffen, dass das nicht die letzten Chancen waren, die sich dem 22-jährigen Deutschen geboten haben. Die Schatten werden länger hier am späten Nachmittag in New York. In etwa 10 Minuten wird der Platz vollständig im Schatten der Westtribüne liegen. Aufschlag wieder bei Michael Stich. Das tut gut, mal wieder ein Ass. Und noch ein Ass obendrauf. Michael Stich kommt zu seinem ersten Spiel in diesem fünften und alles entscheidenden Satz hier. Wir melden uns gleich zurück aus Flushing Meadows. Lendl zieht seine Kreise, das Spiel des Weltranglisten Dritten nach wie vor unverändert, hart, druckvoll, konsequent. Und Michael Stich hadert mit sich, mit den verpassten Chancen und ein bisschen auch mit dem unruhigen Publikum. 40-0. Die Returns sind jetzt viel zu kurz von Michael Stich. Lendl setzt energisch nach und führt mit 3:1 im fünften Satz. Thank you, point, please. Na, da nutzt auch keine Gegenwehr etwas. Michael Stich wieder in einem Tal. Hätte, wenn und aber, hätte er die Chance zum Rebreak genutzt im zweiten Spiel dieses Satzes. Hätte es vieles vielleicht anders ausgesehen. Und da lässt ihn auch noch das Auge im Stich, das Augenmaß. Deutlich verschätzt. Hier sehen Sie
spielt den Ball nicht, denkt, er geht ins Aus und Zeitlupe, jedenfalls mein Monitor zeigt es nicht. Ball gut im Feld. Oh! Fehler beim ersten. Ja, nichts geht mehr. Ich wollte es nicht herbeischreien, diese Situation, mein Vergleich vorhin von Lendl Krajicek. Ich wollte es nur erwähnt haben. Krajicek sah wie der Sieger aus in Runde 1 gegen Lendl. Und verlor 0-6 im fünften. Hier hat Lendl im fünften zwei weitere Möglichkeiten zum 4-1. Ja, come on, sagt Ivan Lendl und das heißt, jetzt geht's in die Entscheidung. Zwei Breaks vor, 4-1 die Führung für ihn. Mit der möglichen Entscheidung in diesem Viertelfinale melden wir uns gleich wieder. Sonnenüberflutet nur noch die Osttribüne. Auf die Linie. Nochmal. Ah, der geht ins Aus. Ladies and gentlemen, as a courtesy to both players, please remain quiet during play. Thank you. Na, ein bisschen Leben regt sich noch in Michael Stich. Come on, Michael, heißt es jetzt aus allen Ecken dieses gewaltigen Stadions. Lendl besorgt sich zwei Spielbälle zum 5-1. Sollte er verlieren, wird er sich heute Abend rasieren, denn dieser kleine Bart, das hat Tradition für Michael Stich seit Wimbledon. Hier sehen Sie es, der Platz selbst im Schatten. Sicherlich angenehm jetzt für die beiden Akteure.
Lendl macht das 5:1. Und es wird enger und enger, immer schwieriger für Michael Stich, fast unmöglich, diesem Match noch einmal eine Wende zu geben. Der Deutsche hat Aufschlag. Und jetzt gelingt Lendl alles. Selbst dieser Return geht genau ins Eck, auf die Linie. Michael Stich spielt nur noch mit. 0:40. Dreimal Matchball für Ivan Lendl. Heute Spielzeit 1 Stunde 22. Der Maus, den ersten Matchball kann Lendl nicht verwerten. Nummer 3 wird abgewehrt. Und dann das. Ja, sowas lässt sich Lendl nicht entgehen. Da beißt er zu, konsequent. Wieder Matchball. Nummer 5. Der Sieger heißt Ivan Lendl. In einem Match, in dem man lange die Hoffnung haben durfte, dass vielleicht doch Michael Stich bei 2-1 Satzführung und gutem Spiel im vierten hier das Halbfinale erstmals für ihn erstmals erreichen könnte. Also doch Ivan Lendl in 5 Sätzen 6-1 am Ende deutlich gegen den 22-jährigen Deutschen. Und wie oft habe ich es gesagt im Verlaufe der letzten 10 Jahre, Respekt vor Ivan Lendl. Dieser Mann kann kämpfen, auch mit seinen inzwischen 31 Jahren. Hier noch einmal die Siegergäste von Ivan Lendl, der also auf Stefan Edberg aus Schweden im Halbfinale am Sonnabend treffen wird. Für das andere Halbfinale hat sich heute hier am frühen Nachmittag
Der Amerikaner Jim Courier qualifiziert. Sein Gegner wird hier in der Abendveranstaltung ab 1.30 Uhr bei Ihnen daheim zwischen Jimmy Connors und dem Holländer Paul Haarhuis ermittelt. Das war's von hier. Schade, schade. Aber es geht nicht alles seinen Weg für Michael Stich. Insgesamt aber ein gutes Grand Slam-Jahr für ihn. Immerhin dritte Runde Australien, Halbfinale Paris, Sieger in Wimbledon und Viertelfinale Paris.